Moin Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge GTA 5 an diesem schönen Montag. Ja, Schule gehabt heute, Arbeit gehabt oder Ferien, schreibt es doch gerne in die Comments. Und es ist ein wunderschöner sonniger Tag im wunderschönen Los Santos. Die Bevölkerung ist on, zack, wir haben mittags. Und in diesem Video, oh. Hey Trace, what's up? What's up? Are you joking? You ruined my life. I did? I thought I'd already ruined your life. Remember after that boat thing? Take this seriously! Do you know how bad I wanted that? Fame or shame is like an amazing opportunity! You're such a fucking fuck, you really are! You'll get over it. You'll see, I did you a favor. Never! I hate you! Ah, ist das nicht schön? Kinder! Ein Traum. So, bevor wir die Story weiterspielen, wollte ich eigentlich noch die G-Klasse tunen. Das wollte ich eigentlich schon in der letzten Folge machen. Hab's dann aber nicht geschafft, ja, weil, aus Zeitgründen. Und wir haben ja hier in der Nähe, haben wir, da müssen wir da hinfahren. Haben wir ein Ammunition, wollte ich auch noch hin, wegen Waffen und so. Aber wir haben ja hier einen Los Santos Customs und da können wir mit dem fahren. Ja, und, düsen wir ihm darüber. Passt auch gut zu Michael, das Auto, weil das Auto ist natürlich relativ teuer. Ja. In Realität, du zahlst sehr viel Geld für diese Karre, für diese Kfz. Ich glaube, weiß nicht, was kostet eine G-Klasse? So. Was ist das denn hier? Es gibt Orte, die sind mir noch nie vorher aufgefallen, obwohl ich schon 130 Millionen Mal hier dran vorbeigefahren bin. Lustig, oder? So. Dann tun wir mal die G-Klasse, gucken, was aus dem Hobel rausgeholt werden kann. Und dann schauen wir mal. Also ich bin echt gespannt jetzt auf den weiteren Verlauf der Story. Wie das jetzt so ist mit dem, was er uns zu sagen hat, weil wir sind ja im Zeugenschutzprogramm mit Michael. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, wir haben eine Million auf Konto, eigentlich sollte das ja voll easy sein. Rein da in die gute Stube. Hallo, wir haben ein SUV, eine Mercedes-Benz G-Klasse, würden gerne noch mehr aus dem Fahrzeug rausholen. So, Panzerung braucht man nicht, das tut keinen Menschen. Ja, brennen wir auch nicht, mir geht's eigentlich nur... Noch lauter. Lichter. Ja, machen wir mal hier drauf, was geht, ne? Nummernschild. Okay, Lackierung lasse ich mal eben. Federung, Getriebe. Ich glaube, so viel kann man gar nicht da machen, oder? Turbo. Ja, nochmal schneller. Reifen würde ich so lassen. Sind ja die Original-AMG. Das war's. Man kann den nicht optisch ändern. Ernsthaft nicht? Oh, weiß ist ja natürlich auch... Wisst ihr, wie das aussehen muss eigentlich? Warte mal, ich suche was. Sowas ist auch geil, finde ich. Komm, machen wir hier. Schade, ich dachte, man kann mehr machen. Komm mal hier. Silber. Kann man echt nicht noch mehr machen? Getriebe, Reifen, Fenster. Das ist enttäuschend. Das ist echt enttäuschend. Egal. Ich dachte, wir können dort mehr machen, Leute. Ah, schade. So. Dann würde ich mal sagen, wir machen uns auf den Weg. Und gucken mal. Passt aber ganz gut jetzt das Auto, ne? Zu Michael. Grauer Anzug. Ah, no! Ja, dass du, ob ich dir einen Ride gebe, auf jeden Fall. So, ja, wir müssen uns mit dem hier treffen. Wir müssen zum FIB. Aber geiler Ort zum Treffen, ne? Ich wollte, als ich in Los Angeles war, da gibt es ja den Vlog zu, da wollte ich damals da hochfahren mit Curry und so weiter. Problem an der Geschichte war nur, dass, das Problem an der Geschichte war einfach, dass es so voll da war zum Sonnenuntergang, das hat gar überhaupt nicht funktioniert. Was eigentlich voll mega schade war, weil wenn man einmal in Los Angeles ist, sollte man auf jeden Fall gucken, dass man den Sonnenuntergang sehen kann, weil das ist wirklich ein Traum. Das ist wirklich ein Traum. Ich kann euch das gleich mal hier in-game zeigen. Also, ist Game, ne, aber ich finde, mit den ganzen Mods sieht das halt schon sehr geil aus, das will ich gleich. Ich zeige euch das gleich mal.
Ist das Game eigentlich einen Tacken dunkler stellen, finde ich, oder? Woo! Too close! Woo! Too close! Schön jetzt da hoch in die Berge und dann gucken wir mal, was uns der Mann vom FAB zu erzählen hat, beziehungsweise wir müssen ihm ja was erzählen, dass Trevor Phillips all wieder back in town ist. Oh mein Gott! Das ist total Bullshit. Ja, da hast du vollkommen recht, Mann. Aber weiter geht's. Ich wollte nur eine Abkürzung nehmen. Ich soll jetzt echt ausflippen. Und so leer, wie es hier ingame ist, war es da nicht... Guck mal, das hier ist die Ingame-G-Klasse, glaube ich, oder? Ja. Seht ihr? Nein, nur dass mein Auto gerade... Warte mal. Oh, ich habe 9. Gut. Wollte ich zwar gar nicht, aber egal. So. Pass auf, dann machen wir mal. Gehen wir mal rüber. Müssen den jetzt da treffen und die wunderschöne Aussicht auf... Los hat... Michaels Auto wurde beschlagnahmt. Ja. Kann man da eigentlich reinnehmen, ne? Das finde ich halt schade, dass das nicht geht. Naja. Kommen wir denn jetzt zu dem hin? Müssen wir hier rum. So. Oh Mann, guckt euch mal den Ausblick an. Wie geil sieht das denn aus? Hier oben oder da unten? Wie geil sieht das denn aus? Los Santos, Mann. Ist doch da unten, oder was? Nee, da steht er doch. Okay, es geht los. Davy, how you doing? About as good as can be expected, but the news is not good. I don't know what you're talking about. I know you did that fucking jewelry job. Davy, seriously, you're imagining things. Fuck you. All right. I did it. Arrest me. You know what? You'll be saving my life. Because you called it, motherfucker. What? You called it. Trevor. A couple days ago. But we haven't really talked about anything either. But if, no, when he starts asking questions about why you're not feeding worms south of the Canadian border. Oh, we got problems. Yeah, no shit. We're in it. Together. So, if... Your problems are my problems. Then I guess that means that my problems are sort of your problems. Nope. What if I lose my job? Someone comes into my office, starts reading my files. They'll see the things I did. I know a lot of stuff. I can cop a plea, get 5 years, but you... Fuck you, you ungrateful prick. I made your career. Well, then we better go about saving it together, because you and I both know we can't let it go to shit now. What do you need? This guy, Ferdinand Karamov. The agency claims he's dead. We at the Bureau think they're full of crap. We think he's being debriefed someplace. So? Apparently, he has information which will put me and my superiors out of circulation. Those agency fuckers have got the coroner's office locked down. We need you to verify the body. So how the hell am I gonna get in here? Well, you've played dead before, haven't you? I have always kind of liked you. Call me when you wake up. I'll tell you. Okay. Okay. What we got? Okay. John Doe, white male, overweight, in his late 40s, possible coroner. Let's take a peek. The fat deposits on his hips and abdomen suggest a fondness for bleeder burgers. What the fuck? Probably about to find one in his gut, still in its wrapper. See the broken capillaries around the nose? Alcoholic. I wouldn't take any bets on the state of the liver. We still think 40s? Takes a toll. He's an advert for clean living. Note the discoloration of the teeth and the fingers. Smoker. Pack a day, I'd say. Probably cigars, too. Guy was going like there was no tomorrow. Yeah, he's got that right.
Some people think they're immortal. So you get chest pains pumping away at your mistress. Lucky girl having this thing on top of her, huh? She was probably relieved when he bought it. Awkward conversation with the spout. Ah! Oh, Jesus! Get back from the dead, motherfucker! Jesus Maria, willkommen zurück, Maike! Hä? Come out! Hands in the air! Come on. Might be in the other room. Den Ort kenne ich nur zu gut, oder? Den Ort kennen wir nur zu gut. Ich sag nur Walter Weiß. Come on. Okay. Surrender Come yourself! On. Durchsuche das Leichenschauhaus nach der Leiche. Okay, nehmen wir erstmal die Gun in die Hand. That don't look right. Nein, das ist sie nicht. Wo ist die Leiche, die wir suchen? Ah, das auch nicht. Guess you can't judge a corpse by its toe tag. I found the toe tag. Ferdinand Karamov. It's on some big black lady. Definitely not your guy. Okay. The agency have the lower floors on lockdown to prevent a leak. I got a guy who can cut the power to give you some help, but you'll have to get upstairs if you're gonna get out. Okay. You, freeze! Hands up! Hä, ich stehe hinter der... Jod. Ich stand in der Mauer, wie hast du mich gesehen? Wo ist Frau Wolf? Wir sollten mal um. Okay. This building is airtight. This the way. Noch höher? Scheiße, geht's nicht weiter. Okay, go, 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 Michael, komm. Wir müssen hier raus. Oh. Hör mal. Eieieiei. Das Spiel ist aber 18, ich betone es nochmal, ne? Ich hab das viel zu unpräzise. Yo, bro! Your mother should have swallowed you! Come on. Okay, haben wir. Kommen wir hier hoch. Müssen irgendwie noch höher, oder was? Ah, da. The window. Ernsthaft? Oh mein Gott, Müll! Oh, der ist voll mit dem Bein da drauf geknallt. Habt ihr das gesehen? Scheiße, wir müssen hier weg. Weiß ich nicht warum, aber musste sein.
Was? Da kannst du nicht durch? Oh, fuck. Okay, hier könnte es klappen. Wir verstecken uns mal. Da kommt irgendeiner näher. Okay, wir können abhauen. Der Weg ist frei. Schön am LSPD vorbei, Mann. Hallo! Nice, sehr gut. Das ging ja wie geschmiert. Schön. Hey, Mike. F. Hey, we need to talk. Quick, meet me at those oil derricks just outside town, El Burro Heights. And make sure you're not tailed. Man, that don't sound too good, homie. Look, I'm on my way. Franklin ist verlassen, Mann. Okay, wir müssen jetzt ganz schnell rüberdüsen. Dave, the hell was that? You know how many spooks I just ran into? I'm sorry. They're not nice people, if that's a consolation. What's going on? There's a big target out there. Something in the shadows. The data algorithms are reading off the charts. Whoever finds it, the Bureau or the agency, is gonna get a big bump in funding. Like I care about your funding. I'm out, Dave. You're not. I need you to meet my boss. We'll be downtown in the plaza between the FIB and the IAA buildings. The IAA building? You fucking kidding me after the spat I just had with those agency men? Relax. They won't be looking there. They never expect an inside job. Okay. Krass. Hey, Franklin. What's going on? You gotta get out of town. Man, I ain't exactly got nowhere to go. Well, then take a trip. A long trip. What the fuck is going on? Things, all right? Look, you remember I told you I know people? Feds who looked after me when I retired? You did? Yeah, I did. I mean, I think I did. I don't know. Shit. Jesus Christ, Franklin. I got so many stories, I can't even keep them straight. I'm full of shit. Yeah, but your full of shit got me a lot of paper. One score with you, I made more money than I ever did hustling. Oh, yeah, I mean, I'm a great thief, but you know, it's the other shit that I ain't got figured out. So what's the deal, man? What's the deal with the Bureau, man? This clown. I mean, he's an okay guy. Fucking cocksucker. We did a deal a long time ago. Didn't go quite the way it was supposed to go. Wrong guy got killed. So I had to go into kind of an informal witness protection program. He helped me. I didn't reveal secrets of his. And everything was cool. Problems started when recently I became unretired. I mean, he shows up, starts calling in favors, telling me to do shit. I mean, look, Franklin, I'm working for the fucking feds. Oh, fuck, man. Oh, fuck, man. Yeah, and that ain't even the worst part. Did I ever tell you about Trevor? Man, I think so. Shit. Well, if you only think so, then I wasn't being completely honest. He's, I don't, hell walking on earth. That's what he is. Well, let's bury this motherfucker. Oh, yeah, good luck with that. Shit. I mean, Trevor and I got history. Complicated fucking history. Look, I've done a lot of things that I ain't proud of. Okay, I never claimed to be an angel. But you meet Trevor, Franklin, you'll swear I am an angel. So what's the mood here, man? I don't know. Fuck. I'm just gonna, you know, try to play both sides. You know, until I can find a way out of this shit. All right, man, look, man, you help me. Way I see it, man, the least I can do is help you. It's a death sentence, Franklin. Man, I ain't trying to hear all that shit, man. If the Bureau ain't gonna take you to court, them motherfuckers just hustlers anyway. And I ain't finna let no motherfucking cat think he's so motherfucking crazy run me up a tree. Fuck that. Hey, you're a good kid, Franklin. This means a lot to me. Like I told you, I'm a terrific thief. I'll find something for you. Big. Now, come on.
You better take off. All right, man. I'm with you. I'm with you. Mach wenigstens das Licht an, Mann. Je. Totgesagte leben länger. Das war eine neue Folge von GTA 5, Leute. Wir sehen uns wieder in der nächsten Episode und guckt euch noch diese wunderschöne Skyline an von Los Santos, bevor wir dann uns jetzt verabschieden. Ah, ich wollte euch noch was zeigen. Pass auf. Ich habe einen Trainer, aber den nutze ich gar nicht. Also den nutze ich nur, um Autos zu spawnen. Guck mal, wie geil das aussieht. Warte. Wenn die Sonne untergeht. Moment. Guckt euch das an, Leute. Das ist doch episch, oder? Natural Vision macht's möglich. Haut rein, Leute. Danke fürs Zugucken und bis zur nächsten Episode. Lasst gerne ein Däumchen da. Vielleicht ist die nächste Folge schon da. Checkt gerne die Playlist ab.